Mein Name ist Michael Bucher, ich bin Schreinermeister und Chef der Schreinerei Wirt Bucher in Bad Waldsee. Die Schreinerei gibt es seit 1935 und ich führe die in der dritten Generation. Unsere Schwerpunkte sind Möbel, Innenausbau und die ganzheitliche Raumlösung. Die Zukunft des Schreinerhandwerks ist total spannend. Zum einen kommen wir aus einem sehr traditionellen Bereich mit der Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffe. Und zum anderen bauen wir heute Möbel, die technisch wahnsinnig viel können. Das Wichtigste bleibt und ist aber unser Kunde. Was können wir unserem Kunde bieten? Und was können wir Schreiner, dass wir nicht als Meister Eder abgestempelt werden? Ja, wir hobeln, wir sägen, sind staubig. Was können wir in Zukunft machen? Das ganzheitliche Denken im Raum ist aus meiner Sicht immer wichtiger und spannender. Und der Kunde profitiert davon, wenn man für ihn zum einen das Möbel planet, das Licht planen und zusammen haben wir die Atmosphäre. Das elektronische Schließsystem. Wir verbinden ganz viel Traditionelles mit modernster Technik. Die Qualität der Ausbildung ist sehr entscheidend. Und wir haben das in der Hand, was man den Jugendlichen beibringt und wie attraktiv man das gestaltet. Und wir können die Ausbildung unterschiedlicher gestalten, je nach Fähigkeiten auch unserer Azubis und unserer jungen Menschen. Wir können die mehr ins Digitalisieren bringen mit CNC, mit CAD, Raumplanung, Lichtplanung. Wir können sie für technische Dinge reinbringen oder auch mehr traditionell. Und das ist die Vielseitigkeit im Schreinerhandwerk. Das ist die Attraktivität und die Zukunftsfähigkeit. Licht ist enorm wichtig für die Gestaltung von Räumen der Welt. Ohne Licht geht's gar nicht. Wir können schönste Möbel planen, aber wenn die Lichtschirmung nicht dazu passt, dann wird es nicht rund, dann wird es nicht harmonisch, dann fehlt was. Und darum ist Raumlicht und Möbellicht so wichtig. Und das muss in einer Hand sein und das müssen wir Schreiner planen, weil wir können das. Wir haben ganzheitlich den Raum im Blick und vor allem wir haben den Kunde im Blick. Smart Home, das bietet für uns Schreiner Zukunft. Und am Ende muss der Kunde einen Vorteil daraus haben. Es muss einfacher sein, sicher sein, mehr Komfort haben. Ich glaube, das sind die Kernpunkte. Und dass man unsere Kunden wirklich ganzheitliche Lösungen bietet. Und wir haben den Raum im Blick, wir haben alles im Blick. Der Schreiner kann die Position des Generalplaners einnehmen. Er kann für den Kunde ganzheitlich den Raum planen und natürlich auch die Gewerke untereinander koordinieren. Und auch sagen, was wo gebraucht wird. Und ich glaube, das ist ein riesiger Mehrwert für den Kunde. Man muss da Kompetenz entwickeln und Verantwortung übernehmen. Mit unserem gesamten Team, man baut als Betrieb ein Team, wo hinter einem steht, wo nicht hinter einem steht, eigentlich neben einem steht, so muss man sagen. Das ist genau wichtig. Sind auf Auge weh und von der Planung bis zur Fertigung bis zur Montage. Jedes Glied ist genau gleich wichtig. Das können wir, glaube ich, leben und zeigen. Und am Ende, wenn der Kunde dann zufrieden ist und wir Lob kriegen, dann haben wir alles richtig gemacht.